drei Dinge, die du für das Pharmaziestudium mitbringen solltest. Erstens, ein gewisses Bedürfnis, den Menschen mit deinem Beruf helfen zu wollen. Denn du brauchst Geduld, Verständnis und Empathie. Schließlich liegt die Gesundheit deiner Patienten auch in deinen Händen. Zweitens, Chemie. Vom 1. bis zum 8. Semester unerlässlich. Seien es Nachweise, Synthesewege oder komplizierte Reaktionsmechanismen. Ohne sie kommst du nicht weit. Du brauchst also eine Kombi aus Auswendiglernen und Verständnis. Und drittens, ein gutes Immunsystem. Denn sowas wie Krankwerden gibt es in diesem Studium nicht. Die meisten deiner Vorlesungen werden Anwesenheitspflicht haben. Das bedeutet, fehlst du zu oft, wirst du nicht zur Klausur zugelassen. Wirst du nicht zur Klausur zugelassen, kommst du nicht in den Kurs im nächsten Semester. Und spätestens im praktischen Jahr werden dann deine Krankheitstage von deinen Urlaubstagen abgezogen. Also besser gesund bleiben.